Zuletzt bei Mario und Luigi Superstar Saga. Durch das Yoshi-Theater, einen verrückten Modedesigner und eine Schneckenarena waren wir in der Lage, beim letzten Mal alle Sternbohnenfragmente zu sammeln und sie in Schloss Bonia zusammenzusetzen. Daraufhin meldete sich Baus Miller wieder bei uns und sagte, wir sollen die fertige Sternbohne zum Witztempel bringen. Wir haben natürlich einen Plan, denn Prinz Marmek hat eine Kopie der Sternbohne angefertigt und hoffentlich sind wir in der Lage, damit Baus Miller und Krankfried zu überlisten. Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Luigi Superstar Saga. Und ich begrüße euch aus der Lachhochschule, weil eventuell sieht man es schon, ich habe hier noch einen unsichtbaren Block vergessen. Das habt ihr mir in die Kommentare geschrieben. Hübi, dir fehlt in der Lachhochschule noch ein unsichtbarer Block. Und ich habe es jetzt nochmal selber abgesucht. Ich habe nicht in den Kommentaren geguckt, wo der Timecode war oder so. Und jetzt habe ich hier zumindest einen unsichtbaren Block gefunden. Ich hoffe, das war der einzige, der mir gefehlt hat. Zumindest habe ich ihn jetzt nachgeholt. So, und heute wollen wir in Richtung Witztempel aufbrechen, denn da warten Luke Miller bzw. Bause Miller und Krankfried auf uns. Und denen wollen wir natürlich zeigen, dass wir keine Lappen sind. Und ich glaube, ich bin hier komplett falsch. Wir sehen uns wieder, wenn ich eine grüne Reiseröhre gefunden habe. Okay, Guys, wir brauchen gar keine Reiseröhre, denn ich bin jetzt einfach ein bisschen nach Norden gelaufen und damit bin ich auch schon wieder hier bei diesen Kollegen angekommen, bei den Hammerherstellern. Und ich glaube, hier gibt's nochmal was für uns. Hallo, wenn das nicht schon wieder Mario und Luigi sind. Ihr kommt genau richtig. Wir haben gerade eine neue Technik im Hammermachen zur Perfektion gebracht. Wollt ihr nicht auch ein paar bessere Hämmer haben? Oh ja, dann können wir nämlich endlich die goldenen Steine kaputt machen. Dann reden wir mal nicht nur von der neuen Technik, sondern zeigen euch, wo der Hammer hängt. Und los! So. Ich bin tatsächlich dadurch drauf gekommen, also ich habe mich offscreen ein bisschen umgeschaut. Ursprünglich, damit ihr den Gedankengang verstehen könnt, ursprünglich wollte ich den Part bei der Reise zum Witztempel beginnen, habe dann aber festgestellt, dass ich am Strand nichts gefunden habe, wo ich quasi zum Witztempel gekommen bin, außer eine Stelle, die ich mir per Stecknadel markiert hatte, wo ein goldener Stein war und dahinter stand ein Dude. Und da stand sogar auch ein Schild mit zum Surferparadies oder so und dachte mir, am ganzen Strand ist nichts, nur dieser eine goldene Stein. Und dann bin ich mal spaßhalber hier vorbeigelaufen, hab gesehen, dass sie einen neuen Dialog haben, hab dann natürlich sofort das Spiel beendet, neu gestartet und deswegen weiß ich das Ganze. Nur, dass ihr hier wisst, wie ich darauf komme, dass wir hier unsere Hämmer verbessern können. Pah, gute Arbeit, was? Ein prächtiger Hammer, viel stärker als vorher. Oh yeah, Ultra Hammer. Mit diesem Hammer kriegt man sicher jeden Felsen kaputt. Besser geht's nicht. Pass gut auf die Hämmer auf. Ja, ich danke euch. Bäm. Da würde ich sagen, testen wir doch gleich mal unsere goldenen Hämmer. Oh yeah. Und hier ist sogar jetzt auch nochmal ein eigener Raum. Gibt's eine neue Brüderattacke für uns? Ich bin der verspielte Steinblock. Spielt mit für nur 500 Münzen. Ja, bin dabei. Schlagt einfach ein Teil mit dem Hammer kaputt. Mit etwas Glück bekommt ihr einen tollen Preis. Okay. Jawollo! Also ich glaube, man kriegt hier immer die neue Technik, oder? Du erhältst die zweite Rolle der Mysterien. Luigi studiert sie. Okay. Ihr habt eine neue Paar-Attacke gelernt, erprobt sie im Kampf. Oh yeah. Das ist wahrscheinlich das Pendant bzw. das Gegenstück zu den Schwungbrüdern. Und wir wissen, wie stark die Schwungbrüder sind. Das ist, glaube ich, die stärkste Paar-Attacke, die wir aktuell besitzen, ne? Ja, und jetzt sind wir legit in der Lage, hier weiterzukommen. Aber zuvor muss ich jetzt noch mal einen kurzen Umweg gehen, weil diese beiden Hammerhersteller etwas abseits der normalen Wege leben, sagen wir es mal so. Und ich kann euch jetzt auch gleich die Stelle zeigen, an der ich quasi stutzig geworden bin bezüglich der neuen Hämmer, ob ich die brauche, ob ich vielleicht mal bei der Hammerverbesserung vorbeischauen sollte. Dafür müssen wir jetzt, glaube ich, hier noch einmal nach unten steppen. Richtig, und da ist es auch schon auf der Karte eingetragen. By the way, ich kann die Karte wieder zoomen. Es war also wieder ein Bug im letzten Part, also jetzt safe ein Bug, dass ich beim Lachberg nicht den
hier die Karte rauszoomen konnte. Also gab es keine Begründung für. Ich habe das Spiel neu gestartet, dann ging es. Also ja, dieses Spiel hat einfach noch die ein oder andere weirde Krankheit. Ich weiß auch nicht genau, was es ist. So, hier. Ne, ich stand hier, habe gesehen, da ist ein Dude, den kannte ich nicht. Da ist ein goldener Stein und hier steht einfach nach, ja, ein Schild ins Surferparadies. Und jetzt, bam, komme ich hier hin. Ich mache mir hier die Markierung auf jeden Fall weg. So, da ist sogar noch ein Block, den ich mitnehmen kann. Mit einem neuen Mixtape. Jawollo! So, und wer bist du? Ihr wollt über das Meer? Da brauche ich doch mindestens ein Surfboard, schätze ich. Aber wenn ihr in die Formen da rein mit etwas Schwung reindrückt, habt ihr etwas, das ihr als Surfboard verwenden könnt. Oh. Okay. Luigi, es tut mir leid. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Kann ich hüpfen? A, B muss ich drücken. Okay. Yo, ist es, man kann wirklich surfen. Das ist sehr skurril. Ich meine, über die Logik, dass Mario einfach aus dem Nichts Geschwindigkeit erzeugt auf Wasser, darüber reden wir jetzt einfach mal nicht. Okay, ja, ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen mich umgucken. Warte mal, brauche ich hier theoretisch jeden Ballon? Ist das für die 100% notwendig? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich schaue mich trotzdem mal um. Ich denke, schaden kann es nicht. Aber ich sag mal, die Gegend hier ist auch teilweise echt groß. Also ich weiß gar nicht, ob man hier überhaupt in der Lage ist, jeden Ballon zu finden, ne? Ja, aber ich sag mal, wir finden auf jeden Fall was. So, zack, umdrehen. Oh, scheiße, umdrehen geht immer nur, wenn man quasi nach oben und wieder zurückgeht. Das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftige Steuerung, aber sie ergibt doch irgendwo Sinn. Also zumindest teilweise. Falls ihr die Steuerung von Fahrzeugen aus Lego Star Wars 2 kennt, dann wisst ihr ganz genau, wie die hier funktioniert. So, da, ich glaube, da ist auch der Witztempel, aber ich schaue mich jetzt erst nochmal hier mittig in dem Gewässer um. Und hier ist gar nichts. Okay, aber ich will die ganze... Oh doch, hier ist noch was, okay. So, zack. Wunderbar. Dann an der Stelle nochmal nach oben. Yeah. Yeah. Nice. Okay, ich glaube, das passt. Jawollo. So, da oben geht's aber noch weiter. Noch mehr Fragezeichen-Ballons, die ich hier mitnehmen kann. Hui! Ich frage mich, ob man hier durch über das Surfen noch mehr Orte bereisen kann als nur den Witztempel. Ja! Hier ist sogar noch meine eigene Insel. Auf die ich aber aktuell nicht hochkomme. Wo kann ich... Da komme ich per Goldröhre hin. Yo! Okay, alles klar, das ist sehr interessant. Die kann ich mir aber jetzt nicht mehr markieren. Während ich hier surfe, kann ich mir keine Markierung auf der Karte setzen. Das ist natürlich jetzt etwas ätzend. Uff, okay. Es ist vielleicht... Oh, will ich da rein? Sterbe ich, wenn ich da reinfalle? Oder komme ich dann unter Wasser und da geht es dann für mich weiter? Ich will erstmal die ganze Karte aufdecken. Damit ich dann später quasi einfach über die Karte rauszoomen kann. Um zu schauen, wo noch Orte sind, die ich unbedingt besuchen will. Und wo quasi hier eher Feierabend ist. Und ich glaube, hier ist der Witztempel. Dann war das vorhin gar nicht der Witztempel, wo ich war. Alles klar. Moment, wir müssen nochmal zurück. Alles, deutlich mehr. Dieses Surfen ermöglicht uns deutlich mehr als ursprünglich gedacht. Sehr geil, das war smooth. So, sich hier nochmal ein bisschen genauer umschauen. Auch hier geht es noch weiter. Yeah. Zack. Den nehme ich mit. Dich nehme ich auch mit. Da war viel Cash drin. Das schmeckt sehr gut. So, zack. Yes. Auch hier komme ich noch weiter nach unten. Holy shit, wie groß ist dieser Bereich, Freunde? Wie groß ist dieser Bereich? Oh, hier ist eine grüne Röhre. Was zur Hölle? Was geht denn hier ab? Lol. Luigi wird einfach wieder mit einer Luftpumpe aufgepumpt. Okay, das ist coole Animation. Das ist sweet. So, was geht hier ab? Warte mal, ich aktiviere erstmal die Röhre. Damit wir die auf jeden Fall haben. Dann kommen wir nämlich schon mal immer hier rüber. So, wer bist du? Ich ziehe hier ein kleines Spielchen auf. Wollt ihr nicht auch ein wenig mitspielen? Wollt ihr euch mal im Surfen versuchen? Ja, okay. Wie steht's mit einer Erklärung? Ach komm, nicht nötig. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Guys. So, die Frage ist jetzt nur, wo muss ich hin? Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt.
Ist es jetzt schlimm, dass ich den einen verpasst habe? Wahrscheinlich, ne? Ja. Shit. Okay, wir müssen noch kurz umdrehen. Es ist safe, voll. Ja, ich hab. Warte mal, wir beenden direkt. Ich spiel nochmal mit. So. Jetzt lasse ich mir sogar nochmal erklären. Kicherballons kaputt machen. Ja, 32 oder so. Und wenn ihr alle Ballons zum Platzen bringt und auf der anderen Insel ankommt, bekommt ihr von meinem Zwillingsbruder einen Preis. Okay, alles klar. Ich hab's verstanden, Meister. Alles klar. Jetzt kriegen wir das hin. Ich war noch am Anfang etwas verwirrt. Ich habe mal wieder A zum Springen gedrückt. Eigentlich hätte ich B drücken müssen. Aber jetzt kriegen wir das hin. Sehr gut. Keine Faxen machen. Ich hätte mir irgendwie coolere Minispielmusik gewünscht. Aber man kann nicht alles haben. Das war smooth. Das war einwandfrei. Runter. Da war sogar ein Pfeil, dass man den findet. Mhm. Sehr geil. Okay, das war vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich da getroffen wurde. Retalk. Da habe ich jetzt ein bisschen Zeit verloren. Oh, shit. Nein, nein. Oh. Ja, es ist definitiv nicht meine beste Zeit. Okay, manchmal frage ich mich, vielleicht, wenn man das einfach umschifft, wäre vielleicht sogar besser. So. Ist 41:30 gut? Ich kann null einschätzen, ob das eine nice Zeit ist. Euer Ergebnis. 41. Wow, ihr habt den Bogen raus. Könnt ihr das auch in 40 schaffen? Ach, halt doch die Fresse. Nochmal spielen. Okay. Okay, Freunde. Wir haben um eine Sekunde verkackt. Das kann man doch keinem erzählen. So. Ich glaube, meine größten Fehler waren vor allem bei den Piratenfässern. Ich glaube, ich bin tatsächlich besser beraten, wenn ich die umfahre. Okay. Smoother Anfang wieder. Dann runter. Runter. Rüber. Soweit so gut. Ja, der war gut, der war gut. Das war auch smooth. Den umfahre ich. Wow! Okay, das war top. 34. Sogar, es ist eigentlich quasi eine 35, aber ich glaube, er zählt nur die Zahlen vorne. Ja, 34. Nice. Erbarmen! Hier, mein Geschenk für euch. Korallenanzug. Nein, ich will nicht nochmal spielen. Stopp. Feierabend. Ich will nicht. Stopp. Ende. Okay. Was ist das für eine Hose, die wir jetzt hier bekommen haben? Korallenanzug. Wow. Stärkt kritische und tolle Treffer und senkt meine Verteidigung um 77. Fühle ich jetzt nicht so. Luigi, taugt dir das? Nee. Ja. Leider ein Preis, den ich jetzt nicht so zwingend gebrauchen kann, muss ich ehrlicherweise zugeben. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal mit dem Surfbrett da runterdüsen. Ganz einfach aus dem Grund, weil da unten noch ein Fragezeichenblock war, den ich auf jeden Fall aktivieren möchte, damit wir auch hier quasi an dieser Stelle der Karte alle Fragezeichenblöcke aktiviert haben. Aber das ist wirklich eine Sache. Also man kriegt ganz häufig irgendwelche Ausrüstungsgegenstände als Belohnung und die lohnen halt einfach gar nicht. Also das sind einfach irgendwelche Trash-Items, die halt irgendwie, ich weiß nicht, funktionieren halt irgendwie nicht. Also man findet einfach an anderer Stelle deutlich bessere Items und halt deutlich. Also ich meine, bei Mario war das einfach, hätte 80 Wertpunkte verloren. So, warum sollte ich das machen? Plünderberia. Was soll das denn heißen? Oh, hier ist noch einer. Mit noch einem Mixtape! Nice. Sehr schön. Plünderberia-Orden. Was darf ich mir darunter vorstellen? Wahrscheinlich mehr Items oder so, ne? Hier. Gegner werden gerne mal um Items erleichtert. Ja, aber ich verliere 20 Punkte. Das will ich nicht. KP-Erholung bei Solo-Hammer-Attacke. Nee. Bei ihm. Nee. Okay, das hier würde es den. Aber Luigi macht doch keine Solo-Hammer-Attacken. Und das. Nee, es ist. Ich weiß nicht. Ich hab sehr gute Items. Ich habe aktuell
nicht das Bedürfnis, meine Items in irgendeiner Art und Weise zu überarbeiten. So, dann umschiffen wir mal kurz diese Insel. Und da ist nochmal so ein Strudel, sehe ich auf der Karte. Und hier ist auch noch Stuff. Oh, kurze Drehung. Diese Strudel werde ich noch bei Gelegenheit ausprobieren. Die werden schon uns wahrscheinlich irgendwie unter Wasser bringen. Aber ich will jetzt erstmal nichts riskieren. Eins nach dem anderen. Woo! Zack. Sehr schön. Da unten ist auch noch was. Okay. Sehr spannend. Dicker Münzballon. Noch ein dicker Münzballon. Oh, nice. So, was geht hier unten ab? Da ist irgendeine Insel. Ah, hier sind wir. Ja, lol. Okay. Auch sehr interessant. Dann machen wir mal hier quasi das weg. Und ich setze hier einen kurzen Cut, weil ich Nase putzen muss. Und wir sehen uns sofort wieder, meine lieben Freunde. Ja, Guys, dann würde ich mal vorschlagen, schauen wir nach, was passiert, wenn wir in so einen Strudel düsen. Oder, warte mal, hä? Passiert da gar nichts? Kann ich einfach über den drüber surfen? Nein. Okay. So. Und jetzt landen wir unter Wasser. Aber wir landen in der Gegend, in der wir bereits waren. Okay, okay, okay. Ich erinnere mich sogar an den Ort hier. Da habe ich sehr viele Gegner erledigt. Hier habe ich dick Items gefarmt. Das weiß ich noch ganz genau. Okay, aber ich will ja eigentlich, also mein Ziel ist es ja vor allem auf diese eine geheime, auf diese eine geheime Insel zu kommen. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund. Aber gut zu wissen, dass die Strudel uns hier in die Unterwasserwelt werfen. Und voll geil, dass jetzt quasi hier diese Überwasserwelt und die Unterwasserwelt so auf die Art und Weise miteinander verknüpft sind. Das ist smooth geregelt, dass man quasi von dem neuen Bereich, in dem man unterwegs ist, dann wieder in den alten Bereich zurückgeworfen wird. Und wenn man damals noch in dem alten Bereich war, wusste man noch gar nicht, dass dieser neue Bereich hier oben existiert. Also, dass man nicht nur unter Wasser unterwegs sein kann, sondern auch über Wasser. Sehr, 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 sehr smooth gemacht, muss ich zugeben. Aha, hier haben wir noch einen Münzballon. So, und das hier ist, glaube ich, auch komplett neu. Jetzt schaue ich mich hier mal um. Das ist nicht der Witztempel. Wo sind wir hier? Ein altes Tonbandgerät abspielen. Ja. 3 Wochen seit unserer Expedition auf dieser Insel gelandet ist. Heute haben wir eine überraschende Entdeckung gemacht. Als uns einem roten Gehkicher näherten und ein Feuer machten, verwandelte sich das rote Gehkicher in ein Monster. Das Gehkicher-Monster griff uns an. Ein Mitglied unserer Mannschaft wurde nach dem Monsterangriff selbst zu einem Gehkicher. Es erscheint sinnvoll, sich den Gehkicher nicht zu nähern. Aus einiger Entfernung mit Flammen angreifen. Okay. Ich muss dich anzünden. Das stand, glaube ich, auch in den Kommentaren. Nee. So. Jawollo! Ich! Was zur Hölle? Die Frage ist nur, müssen wir das tun? Also lohnt das in irgendeiner Art und Weise? Oder sind das einfach nur Gekicher-Outfit, haben wir jetzt bekommen, okay. Keine Panik, ich nicht wirklich tot. What? Hä? Das bringt nichts, sie anzuzünden, sehe ich das richtig? Und das ist ein blaues, und das kann ich wahrscheinlich dann mit Luigis Blitzhand angreifen, ne? Ich bezweifle irgendwie, dass das funktioniert. So, ich kessel dich jetzt hier ein. Mann! Wie soll man die denn treffen? Jawollo. Ich! Yeah. Was ist los mit euch? So, aber immerhin haben wir das dann auch mal gesehen. Hui! So, schöne Kichermuschelorden. Okay, kriege ich von denen vielleicht einfach irgendwie wertvolle Ausrüstungsgegenstände oder sowas in die Richtung? Ich mich fühle wie Alg in der Reinkarnation. Ja, das ist schön. Ich glaube, ich sehe sogar, dass hier ein Surfbrett ist. Aha. Dann können wir dich wegmachen. Jawollo! So. Hier geht's weiter, Freunde. Ich suche immer noch den Weg auf diese fette Belohnungsinsel.
Ich will immer noch das Cash haben. Ich bin eigentlich nur auf das Cash aus. Wo war die? Die war doch hier irgendwo. Oh. Smooth. So, war das hier oben? Nee, ich glaube, hier ging es zum Witztempel, oder? Ach, schwierig. Moment, doch, hier ist die Belohnungsinsel. Ja. Aber wie komme ich hier jetzt unter Wasser? Da muss doch irgendwo so ein Strudel sein. Da oben. Okay, Freunde, rein da. Rein da. Das muss doch der Weg sein, oder? Ja. Es ist auf jeden Fall eine neue Gegend. Und wir können hier auf jeden Fall erstmal eine Bohne mitnehmen. Allein dafür hat sich das gelohnt. Da ist noch eine Bohne. Aber der Kollege denkt jetzt, nee, so leicht nicht. Dann sage ich, alles klar. Friss meine Flammenbrüder plus Meister. Huja! Zack! Und putz! Schön, exzellent. Die anderen beiden sogar noch ein paar Autsch erwischt. Der untere brennt sogar. Gefällt mir. Oh, shit. Nein! Zu früh. Oh, shit. Wegen der Schwerkraft tue ich mir noch ein bisschen schwer, Marios Hammer zu timen. Ist ein bisschen dumm, den Brennenden anzugreifen. Die Furzblase erledigt. Und jetzt hier Feierabend machen. Komm schon. Top. So, darf ich jetzt bitte in die goldene Röhre rein? Damit ihr mich da hoch auf diese Insel lasst? Das wäre sehr angenehm. Zuvor nehme ich jetzt aber auf jeden Fall noch dich mit. Und ich schaue nochmal kurz hier runter, weil ich war hier ja obviously noch nicht. Weil hier ist nämlich noch was. Exakte More, Freunde. Drei Bohnen, die hier noch unter Wasser versteckt sind. Und ich komme ja auch nicht weiter. Doch, stopp. Ich kann mir den Weg hier öffnen. Ich sehe es doch schon. Ich kann mir den Weg hier eröffnen. Damit verschwindet bestimmt da unten diese gelbe Pflanze. Yes! Good job, alles klar. Da hätten wir uns die Abkürzung auch aufgebaut, aber eigentlich bin ich hier nur, weil ich da rein will. Ganz easy, ganz entspannt. Und jetzt gibt's hier fette Belohnung. Sind das sogar halt noch ein Monty, dann ist wahrscheinlich noch was Geiles gehört. Nochmal ein Mixtape. Ey, wie viele Mixtapes sind wir denn heute? Ultrapilz, Goldpilz. Schmeckt. So, und du? Glückwunsch. Wer zu mir kommt, der erhält von mir ein kleines Souvenir. Pilz Deluxe. Okay. Was ist Pilz Deluxe? Sei mal wieder ein Orden, der taugt. Nee. Das ist alle Orden, die ich habe, sind Trash. Was soll das? Warum ist das so? Ja, schade. Leider nichts Sinnvolles für mich. Auf der Insel scheint aber auch keine Bohne versteckt zu sein. Dementsprechend gehen wir an der Stelle einfach wieder. Nein, nein. Ich habe den Bug, dass ich kann die Röhre nicht verlassen. Aber ich kann noch nicht speichern. Warte mal, ich habe eine Idee. Wir speichern jetzt hier, indem wir in die Schergensaga gehen. Und dann gehen wir wieder zurück. Und hoffentlich kann ich jetzt wieder hier rein. Nein, kann ich immer noch nicht. Was ist denn das? Was soll der Müll? Okay. Dann gehen wir in die Schergensaga. Speichern dadurch nochmal. Und dann starte ich das Spiel neu. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Jetzt funktioniert es wieder. Ganz skurril. Ich weiß nicht genau, was dieser Bug ist oder wodurch er ausgelöst wird. Keinen Schimmer. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen ärgerlich. Aber solange wir wissen, wie wir damit umzugehen haben, ist es, denke ich, das Einzige, was zählt. So, ich glaube, damit sollte ich jetzt erstmal alles gesehen haben, was das Meer hier für uns zu bieten hat. Und dann können wir jetzt, denke ich, ziemlich schnurstracks, wenn ich doch, ja, richtig, die nächste Surferstelle finde,
in Richtung Witztempel aufbrechen. Und da werden Luke Miller und Krankfried auf uns warten, ne? Und. Das wird auf jeden Fall nicht ohne. Und da bin ich auch gespannt, wie wir das Ganze hier geregelt bekommen. Weil die Schergensaga geht ja dann noch im Witztempel weiter. Oh, hi. Ich nehme mich gerne mit. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, was jetzt hier in der Hauptstory noch passieren wird. Aber ich sag mal, es ist jetzt schon viel abgegangen. Also, es würde mich nicht wundern, wenn bald das Finale bevorsteht. Ich meine, wir konfrontieren jetzt Baus Miller und Krankfried und nochmal ein neues Gebiet. Die Sternbohne ist mittlerweile wieder vereint. Also, es ist einfach schon viel passiert, muss man sagen. So. Und ich glaube, wir sind da. Yes. Oh, ist das ein Schneegebiet? Ist der Witztempel ein Schneegebiet? Ja, das sind Schneeflocken. Wow. Okay. Und look at this, guys. Da habe ich doch nochmal was Kleines unter den Steinen entdeckt. Und die Musik auch. Episch. So, den auch kurz hier aktiviert. Die Röhre. Das heißt, wir sparen uns ab jetzt immer den Weg hierher. Die Leute, diese Statuen hier sehen irgendwie nicht so glücklich aus, wenn ihr mich fragt. Holy moly. Was geht hier ab? Sehr schön. Alle Bohnen, die wir finden, sind großartig. Hey, ihr da. Dieses Heiligtum ist mein Spielplatz. Wollt ihr etwa auch hier spielen? Dann stellt euch wenigstens vorher vor. Wer ich? Man nennt mich Jojola. Ich bin eine Freundin der Cousine des Enkels von dem Geist, der dieses Heiligtum bewacht. Prinzessin Peach, Baus Miller? Das ist mir zu kompliziert. Na gut, wenn ihr wollt, dann geht doch rein. Ich weiß zwar nicht, welche Abenteuer ihr bisher erlebt habt, aber hier kommt ihr nicht so leicht weiter. What the fuck? Wir sind nicht hier, um mit dir zu spielen. Hier ist der Ernst des Lebens. Aber ich glaube, das juckt die erstmal nicht. Boah. Fackel an. Tür auf. Das hat fast schon Zelda-Vibes hier. So. Und hier können wir uns jetzt sogar nochmal heilen und speichern. Was ist das für ein skurriler Ort? Ich habe jetzt hier auch mehrere Wege, die ich gehen kann. Ich gehe jetzt erstmal in die Richtung. Und hier ist auch ein Sniffit? Ist das ein Sniffit? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ein Schneesniffit! Wie cool ist das denn? Aber die sind Level 26 und 28. Ich bin irgendwie 34. Oh, aber springen juckt gegen den nicht. Alles klar. Warte mal, dann teste ich direkt mal, wie das hier mit Elementen aussieht. Okay, das tut ihm auf jeden Fall ein bisschen mehr weh. Die Gegner kenne ich hauptsächlich. Oh, shit. Ach, verdammt. Diese Gegner hier kenne ich hauptsächlich aus der Schergensaga. Okay, die sind hier auf jeden Fall ziemlich mies miteinander connected. Feuer könnte doch hier sehr effektiv sein. Ja, ist es auch. Oh! Und ich kann dem einfach seine Ausrüstung verbrennen. Was zur Hölle? So, jetzt werde ich erstmal den hier losbekommen. Oh, what? Der steht immer noch? Okay. Mann! Hä, was soll ich denn dagegen tun? Ey, gar nicht so einfach. Und das Problem ist halt, weil ich bei Mario die Schwerkraft habe. Ah. Und der Kollege ist effektiv gegen Feuer. Beziehungsweise hat eine Schwäche gegen Feuer, muss man ja so sagen. Ah, okay, kapiert. Ich kann die noch treffen, solange sie in der Luft sind. So, entweder verbrennt jetzt sein Mantel oder du verbrennst. Alles klar, er verbrennt. 240 Erfahrungspunkte ist nett. Luigi steht sogar schon wieder von dem Level ab. So. Was ist hier los? Da ist sie schon wieder. Ob es wohl bis hierher schafft? Das werden wir hoffentlich noch herausfinden. Warum sind denn diese leuchtenden Flecken auf dem Boden? Ist das nur Deko? Und was bist du? Oh, wow. Was ist das für ein Enemy? Oh, what? Wer seid ihr denn? Schleimgeister. Okay. Ich setze jetzt erstmal Feuer gegen den Kollegen hier ein. Zack. Das tut dem nämlich ziemlich weh. Und gegen euch setze ich jetzt vielleicht einfach mal Blitz ein. Vielleicht habt ihr da auch eine Schwäche. Ja. Sau stark. So, was geht jetzt ab? Oh, wow. Ich bin toxinisiert. Ärgerliche Momente. Oh, wow. Ja, ich muss erstmal die neuen ganzen Angriffsmuster lernen.
Das hat funktioniert. 25 Damage. Alter, was hast du denn für ein Toxin? Was ist das denn für ein geisteskranker Scheiß hier? Okay, wir machen die Paar-Attacke. Und zwar Donnerbrüder. Die sollten hier ordentlich scheppern. Zack. Zack. Doppel-Autsch, 69 Damage, aber der untere lebt noch. Das ist ein bisschen kacke. Ich hab doch Alter, wie schnell die angreifen. Und nochmal 25 Damage. Noch eine Vergiftung und hier wäre Feierabend gewesen. Holy moly, die sind allgemein anfällig gegen die Elemente. Aber wir kriegen auch fast 400 Erfahrungspunkte pro Kampf. Okay. Die Gegner haben hier auf jeden Fall was drauf, muss man sagen. So, welcher Wert ist bei Luigi überhaupt noch sinnvoll erhöhbar? Ah, Angriff diesmal. Es ist immer nur ein Wert, der sich noch lohnenswert pushen lässt. Und wenn es der Angriff ist, dann freue ich mich natürlich umso mehr, weil dann schallern wir böse. So, okay, Freunde. Skurriler Ort hier. Wie wir hier durchkommen, ich glaube, hier kann ich die Wand aufprügeln. Das erfahren wir beim nächsten Mal. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hui und hui. Vielen lieben Dank an Sören Komora und Lord Ryoma für euren immer noch dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft. Danke euch.